Karin ist 1961 in der Nähe von Siegen zur Welt gekommen. Mit 16 musste sie damals die Schule verlassen, weil es zu der Zeit noch hieß, dass Mädels kein Abitur machen würden. Ja, was für ein Schwachsinn. Karin hat dann eine Lehre als Bauzeichnerin gemacht und ist daraufhin nach West-Berlin gegangen. Über den zweiten Bildungsweg hat sie ein Jahr später an der FU Berlin Medizin studiert. Als Fachärztin für Allgemeinmedizin war sie lange in der Notfallmedizin tätig. 2015 bis 2022 hatte sie eine eigene Praxis in Falkensee, Berlin als Hausärztin. Den Rest erzählt Karin uns dann selber. Danke. Hallo. Ja. Ja, die Beate Fall hatte mich gebeten, so ein bisschen was Persönliches zu erzählen. Ob ich mir das zutrauen würde, hat sie gefragt. Und jetzt habe ich gedacht, okay, dann mache ich das mal. Ja, ich bin Ärztin und ich bin auch Impfopfer. Ich konnte mir lange nicht vorstellen, dass wir uns auf einer Welt zubewegen, wie Huxley, Orwell, Bradbury und andere Science-Fiction-Autoren sie beschrieben haben. Ich stand der ganzen Corona-Hysterie am Anfang sehr skeptisch gegenüber, da ich mich noch sehr gut an die Grippewelle von 17, 18 erinnerte, die wirklich schlimm war und wo ich wahnsinnig viele Patienten hatte, die wochenlang mit hohem Fieber im Bett lagen. Meine Corona-Patienten dagegen hatten im Vergleich sehr milde Verläufe. Ich hatte im Gegensatz zu den meisten meiner Kollegen alle Patienten mit Symptomen angeschaut. Ich habe sie untersucht und vor allem bei Atemwegsbeschwerden ein Cortisonspray und ein Kurzzeitantibiotikum waren empfohlen. Außerdem hochdosiert Vitamin C und D. Ich habe dadurch keinen einzigen Patienten verloren. Die plötzlich, doch recht schnell vorhandene sogenannte Impfung machte mich skeptisch, da bisher immer erst sehr viele Studien über Jahre dazu notwendig waren, ein neues Medikament zuzulassen und auf den Markt zu bringen. Auch hatte ich ja keine Todesfälle unter meinen Patienten, ganz im Gegensatz zu dem, was in der Presse erzählt wurde. Ich habe immer vor der Impfung gewarnt, kam aber gegen die Massenhysterie nicht durch. In sehr kleinem Umfang wurde in meiner Praxis auch geimpft, aber auch nur, weil die das unbedingt wollten und also wirklich gemotzt haben ohne Ende. Ich habe mich aber grundsätzlich geweigert, Kinder, Schwangere oder Stillende zu impfen. Da habe ich grundsätzlich absolut Nein gesagt. Meine Mitarbeiterinnen hatten vorne an der Anmeldung extrem viele Beschimpfungen auszuhalten. Ich war irritiert über die ganze Situation. Ich hatte 86 angefangen zu studieren, hatte sehr gute Professoren, die uns den Hippokratischen Eid vorgelebt hatten. In meiner gesamten Klinikzeit habe ich immer auf interdisziplinären Rettungsstellen und als Notärztin auf der Straße und später auch 3 Jahre auf dem Rettungshubschrauber gearbeitet und dabei gelernt, über den Tellerrand zu gucken. Durch meine aktive Mitarbeit in der Deutschen Gesellschaft für Katastrophenmedizin ab 2006, wo ich auch viele Ausbildungen gemacht habe an der AKNZ, das ist die bundesweite Ausbildungsstätte für Katastrophenmedizin in Ahrweiler, und auch durch meine handwerklichen Arbeiten, ich habe mein Haus ganz alleine renoviert, wusste ich, dass diese FFP2-Masken reine Staubmasken sind. Stand ja auch auf den Dingern drauf. In der Praxis mussten wir das Tragen verlangen, aber nur, um nicht angezählt oder geschlossen zu werden. Außerdem hatten wir Angst, dass uns panische Patienten anzeigen. Ich habe das aber nie so sonderlich eng gesehen und bei mir in der Sprechstunde habe ich immer gesagt, mach das Ding ab. Von Anfang an habe ich mich gefragt, warum kein einziger Katastrophenschützer oder auch wirklich namhafte Infektiologen in den Experten- und Kommissionen saßen. Ich habe mir gewünscht, dass diese Expertenkommission aus mindestens 20 bis 30 Experten bestanden hätte. Es hat mich massiv aufgeregt, dass Herr Lauterbach in den Medien immer wieder als Infektiologe und Epidemiologe benannt wurde. Weil ich wusste, das stimmt nicht.
In der Praxis habe ich immer wieder beobachtet, dass die Tests beim selben Patienten kurz hintereinander mal positiv, mal negativ waren, also dass da irgendwas nicht stimmte. Leider ließ ich mich Ende 21 doch impfen, weil das Gesundheitsamt mir so den Druck gemacht hat. Die haben mir gedroht, dann schon zum wiederholtesten Mal, dass sie mir jetzt die Praxis dicht machen, wenn ich nicht irgendwas mache. Ich wollte meine Praxis retten. Ja, dann habe ich einen Impfschaden erlitten. Es fing mit massiven Konzentrationsstörungen an, gleich nach den Impfungen. Im August 22 kriegte ich dann die Diagnose Krebs. Ende 22 musste ich aufgrund der ganzen Therapien meine Praxis schließen. Nachfolger habe ich nicht gefunden. Danach kamen dann noch andere Probleme. Ende 23 hatte ich dann auch noch eine Autoimmunerkrankung. Damit reihe ich mich nun ein in eine große Anzahl von Patienten, die ich seit Anfang 22 mit neu diagnostiziertem Krebs gesehen habe. Ich habe in 22 noch nie so viele Krebserkrankungen in meiner kleinen Praxis gesehen wie nie zuvor. In den Jahren davor waren es 3 neue Krebspatienten im Jahr. In 22 waren 6 im Monat. Plus die Autoimmunerkrankungen, plus die Thrombosen, plus die Herzbeschwerden, plus die Infektanfälligkeit. Ich habe einen Patienten gehabt, der hat innerhalb von 3/4 Jahr 5-mal eine schwere Blutvergiftung, also eine Sepsis bekommen. Weil er unbedingt geimpft werden wollte, er war 3-mal geimpft. Nach der 3. Sepsis meint er zu mir: Frau Doktor, Sie hatten recht mit der Impfung. Bei der 5. Sepsis hat er aufgegeben und hat gesagt, ich mag nicht mehr, ich kann nicht mehr, und ist dann gestorben. Außerdem habe ich auch im März 22 3 Patienten gehabt mit Turbokrebs. Der eine ist 3 Tage nach der Diagnose gestorben. Das war ein Patient, der schon in einem Pflegeheim wohnte, der aber ein halbes Jahr zuvor in der Klinik gewesen war, komplett durchgecheckt war, da war alles in Ordnung. Die anderen 2 sind innerhalb von 6 Wochen nach Diagnosestellung gestorben. Waren junge Leute jünger als ich. Seit Februar 22 bin ich wirklich aufgewacht. Da wurden die Montagsdemonstrationen bei uns im Ort in Falkensee immer mehr und ich bin da mitgegangen. Seitdem regelmäßig bis heute jeden Montag. Erst da bekam ich dann den Zugang zu den kritischen Medien und anderen Informationen als die aus dem Mainstream. Im April habe ich meine erste Rede geschrieben, 22, die damals noch anonym verlesen wurde vor 450 Leuten. Der Witz war, dass hinterher ganz viele auf mich zukamen und meinten, Mensch, das warst du doch. Da habe ich gesagt, okay, dann kann ich das nächste Mal auch selber den Mund aufmachen. Wenn ihr sowieso schon alle wisst, dass ich das war. Im Mai 22 habe ich zum 75. Jahrestag des Nürnberger Kodex gesprochen und habe die Impfung in Bezug auf den Nürnberger Kodex auseinandergenommen. Und ich muss sagen, dass jeder einzelne Punkt des Nürnberger Kodex in Bezug auf diese mRNA-Impfung verletzt wurde, nicht eingehalten wurde. Das hat mich selber auch schockiert. Das ist der Punkt. Wir haben bei Corona gesehen, dass die Menschenrechte und vor allem die Menschenwürde und die Menschlichkeit weltweit massiv verletzt wurde. Mit einer Verabschiedung des geplanten WHO-Pandemievertrags wird das alles in noch viel größerem Maße geschehen. Denn dann haben die einzelnen Länder, die diesen Vertrag unterzeichnen, überhaupt kein Mitspracherecht mehr bei angeordneten Maßnahmen durch die WHO. Ärzte und Pflegepersonal werden zu Handlangern von Maßnahmen, die weder mit dem Nürnberger Kodex noch dem Hippokratischen Eid übereinstimmen. Übrigens wird der Hippokratische Eid mittlerweile nur noch
freiwillig geleistet bei den jungen Ärzten. Und man überlegt tatsächlich, in der Ärztekammer, in der Bundesärztekammer, den Hippokratischen Eid ganz abzuschaffen. Wie wir unter Corona schon gesehen haben, werden viele Kollegen, ohne darüber nachzudenken, dies auch tun, was da verlangt wird. Denn da habe ich von ganz vielen Patienten gehört, dass die ärztlichen Kollegen sich geweigert haben, Corona-Patienten überhaupt zu untersuchen. Die wurden auf der Straße abgestrichen, mit einem gelben Schein nach Hause geschickt. Melden Sie sich, wenn Sie wieder gesund sind. Krankenhäuser haben sich regelmäßig geziert, wenn man einen Patienten ins Krankenhaus schicken wollte, wenn er nicht geimpft war. Was mich aber dabei ärgert, ist, dass diese Krankenhäuser, die das nachgewiesen haben wollten, dass die Leute geimpft sind, es in den Krankenhäusern nicht dokumentiert haben, wie die Patienten geimpft sind, wann und mit welchem Stoff. Weil das hätte uns viel geholfen. Es ist für mich einfach unverständlich. Wir sind so ein bürokratisches Land. Aber da hat alles versagt. Von den Zuständen in Pflege- und Altenheimen, wo die Senioren einfach in ihre Zimmer eingeschlossen wurden, möchte ich gar nicht reden. Es hat mich wirklich zur Verzweiflung gebracht. Mir haben diese Menschen so leid getan. Das wird alles passieren und noch in viel schlimmerem Umfang, wenn die WHO mit ihren Plänen durchkommt. Wir müssen uns alle klar machen, dass im Falle einer durch die WHO ausgerufenen angeblichen neuen Pandemie, dies alles noch in weit größerem und massiverem Rahmen passieren wird. Mit Kasernierung, Zwangsimpfung, Zwangsuntersuchung und vielleicht sogar bis zur Euthanasie. Dazu kommt ja auch noch Folgendes, das hat jetzt noch keiner erwähnt. Die Länder, die einzelnen Länder, die sich anschließen diesem Pandemievertrag, die müssten Impfstoff vorrätig halten für die gesamte Bevölkerung. Dieser Impfstoff verfällt aber nach ein bis spätestens zwei Jahren. Das heißt, alle ein bis zwei Jahre muss, ob er gebraucht wird oder nicht, dieser Impfstoff neu aufgekauft werden. Das ist einfach eine Gelddruckmaschine für diese Impfhersteller. Und wir zahlen das alle. Wir müssen das bezahlen. Es ist einfach ein unglaublicher Vorgang, der hier vorliegt. Ja, damit bin ich am Ende.